lassen wir beim nächsten Spiel. Wir haben Monored Stompy gegen Burn, also ganz viel Monorot. Und ich habe den Daumen dabei. Servus. Ich glaube, wir sorgen demnächst einfach, wenn ich nicht dabei bin. Richtig, das wird eher interessant. Wir haben hier Burn gegen Monorot, also Monorot gegen Monorot. Jo. Klassisch, Chalice, Trainingssphäre, nicht so geil. Auf der anderen Seite Blood Moon auch ziemlich kacke. Ja. Burn hingegen natürlich Problem gegen Chalice und gegen Bridge, je nachdem. Ja, gegen Bridge, je nachdem. Du kannst aber trotzdem immer noch, wenn du den Swift Spear Turn 1 hast, der kann aber schon eklig sein. Ja, sehe ich. Game 2, Game 3 im Sideboard. Burn wahrscheinlich eine Menge Artifact Removal. Burn eine Menge, Prison fast gar nichts. Ja. Nicht mal genug für die ganzen Moons zum Rausnehmen. Oh, Mountain Go ist auch nicht so der Start, den man Mulligan haben will. Da war ein Mulligan. Okay, das ist ein... Das Start ist halt auch okay. Nicht gut. Ja, das ist okay. Auf der anderen Seite kann jetzt natürlich Monorep Stompy hier kein Magus rausslammen oder einen Goblin oder so. Den werden wir nicht verlieren. Chalice auf 1 ziemlich gut. Treu ins Gesicht. Ja, die kann halt jetzt das ganze Game schon gewonnen haben, klar. Aber Eidolon. Eidolon natürlich auch nicht so bad. Das ist echt gut. Auf der anderen Seite ist Trigger erst ab 3. Ja, aber das ist bis auf Chandra und wenn da drin ist Khan, halt. Khan habe ich gesehen. Alles. Khan müsste drin sein. Es ist nicht die Agro-Liste, es ist die stinknormale, klassische Stompy. Müsste tatsächlich sogar nur mit Rebel Mastern gewesen sein. Ja. Der Abend ist so verschwommen. Gut. 3 Mana. Go. Go ist echt nicht das, was man machen will. Jo. Aber ich habe auf jeden Fall einen Khan noch auf der Hand gesehen. Das passiert immer wieder mal. Da ist aber ein Stomp auch auf der Hand. Ja. Deswegen hat man wahrscheinlich Go gesagt. Ja, okay, beim Burn-Spieler hat man 3 Drops im Main. Ja, man hat auf jeden Fall Exquisite Firecraft. Du hast hin und wieder mal immer noch die gute Verzauberung. Die Sulfuric Vortex. Ja. Und du hast halt immer wieder den Riftbolt. Stimmt, ja. Der ist ja... Da ist ein Exquisite Firecraft. Jo, der zockte sich erstmal selber 2 Leben. Und 4 beim Gegner. Hier hätte ich wahrscheinlich erst angegriffen. Aber nur ohne Prowess gibt es keinen Grund, erst zu spielen. So, und dann jetzt zaut man sich halt die Leben. Punkt. Also man hätte 2 Leben verloren, dann kann man das jetzt auch so machen und... Ja genau, die 2 Leben verliert man mit Storm sowieso. Jetzt hat der Gegner sich halt 2 Leben gezockt, die er sich nicht hätte zwacken brauchen. Genau, das stimmt. Genau. Und deshalb, also da wäre halt erst hauen, dann bauen besser gewesen, wenn man jetzt nicht mit Eile oder mit Pros arbeitet. Das ist 4. Mana, 4 Mana. Das heißt aber 3 Mana der Giant. Einfach zur Verteidigung, weil Khan macht hier ja noch gar nichts. Nee, kein Grund, hier einfach Khan zu slammen. Man hat auch zu wenig Mana, als dass der direkt was macht. Mhm. Und man muss halt davon ausgehen, dass der zu Bolt sterben kann. Je nachdem, was man macht, ja. Ja. Und, da ist noch ein Fetchland, 3 Mana. Ja, okay, man kann jetzt noch halt... Noch ein Firecraft. Uff. Wow. Okay, das tut langsam weh. Jetzt wird's knapp. Ja, wobei, gerade so ist Burn ja relativ schnell in der Position, dass das... Ja, aber Riftbolt und hier Opfer 2 Mountains, schießt 4 Schaden. Ja, genau, das ist halt Lethal. Price of Progress aktuell noch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, man spielt hier auch sehr schön im Price rum. Ich glaube, man würde aber hier trotzdem ein Ding spielen, wenn man eins hätte. Ich glaube auch. Ja. Jetzt aber angegriffen ist die Frage, ob man jetzt Khan slammt. Oder Chandra? Ne, Khan. Aber dann plus man ins Nichts, oder? Dann musst du plussen ins Nichts. Eine Bridge macht jetzt keinen Sinn. Was hat man im Sideboard? Das Liquid Metal Coating könnte man sich jetzt rausholen. Das wäre es vielleicht sogar worth, das zu minusen. Ja, jetzt geht man dafür. Ich würde wahrscheinlich ein Plus machen und nächste Runde dann Minus, Lettuce, gib ihm. Wenn man die Option auf der Hand hat, ne? Eher mal hier Plus. Plus. Ja, sehr, sehr gut. Dann muss halt überlegen, mal gamblen. Gegen Burn Deck kannst du halt mal schnell noch 3 Schaden fressen. Ich glaube, da war ein Firecraft auf der Hand, noch ein Fireblast auf der Hand, wenn ich es richtig gesehen habe. Das sieht oder, so nee, das ist Firecraft. Exquisite Firecraft noch in der Hand. Boah.
schwierig, weil mit Firecraft geht man halt den da runter auf 3 und hätte ihn dann ganz schnell liefel. Auf der anderen Seite muss man hier auch wirklich Angst haben, wobei man kann ja trotz Lettuce Lock Fireblast spielen. Fireblast geht trotzdem, genau, ja. Weil du nur die Mountains opfern musst, die bleiben ja Mountains. Genau, was ziemlich gut ist. Actually, Firecraft Sorcery, dadurch ist sagbar auf jeden Fall, diese wird diese Runde nicht gespielt. Da ist ein Affe. Hat man Land? Hat man Land? Ich glaube nicht. Sieht nicht danach aus. Ne, Beat für 4. Ja, das ist halt 10. Jetzt auch mit 4 Stärke ist halt auch solide. Man könnte hier trotzdem einfach den Minus machen, Minus into ne gut, Minus into was? Das ist halt echt die Frage. Ja, ja, gegen Burn hast du nicht so viel was Gutes. Im Endeffekt ja. Einfach nur das Coating. In der Hoffnung, dass das Game lang genug dauert, dass du ihn komplett von den Mountains abschneidest. Ja, aber das ist schon sehr ballsy. Das sind 5 Runden. 6. 6. Diese Runde macht man es ja nicht. Ich glaube, da wird auch wirklich da in die Richtung überlegt, was man jetzt überhaupt machen kann. Der Can't Connect macht halt überhaupt nichts mit dem Gegner. Also ja. Die Passive, die stört den gar nicht. Genau, die Passive stört den nicht. Und wenn man jetzt nicht gerade die 6 Mana für den Lettuce Lock hat, schwierig. Aber hier scheint man runter zu ticken. 3, 5, 4. Genau. Und... Sneaky Tag. Die große Schmelze. Große Schmelze, ganz cool. Artefaktland kann man hier suchen. Dann für 4 Mana ein Chalice auf 2. Das ist ziemlich gut, weil man damit auch automatisch Price of Progress und so weiter abschaltet. Yep. Und jetzt glaube ich nur noch exklusiv Firecraft und Fireblast live sind. Ja. Yep. Das ist halt gegen Burn manchmal einfach so, du musst dafür gehen. Mhm. Vor allem kann man jetzt nächste Runde einfach minus 2 machen, Lettuce legen, wenn man den Affen wirklich gezogen hat. Ja, der Affe war auf der Hand. Das ist schon gut. Deswegen ist, ich habe die jetzt mal einfach mal so reingeschmissen, um zu gucken, wie sie ist. Aber es ist ganz cool, einfach mal wirklich auch einfach mal ein Land suchen zu können. Hin und wieder mal frage ich mich, also okay, könnte halt auch Petal sein. Aber allein Land, dieses konstante Mana-Ramp, der macht das schon ziemlich gut. Ja. Okay, Petal, aber es nützt dir ja nichts, weil du es ja trotzdem... Okay, Firecraft. Wahrscheinlich auf den Khan. Ne, kann das? Ne, kann ja, nicht. Ja, es kann auf. Kann auf. Hat der den Kill? Hat er den Anscheinend. Kill? Anscheinend. Also er dreht zumindest an seinen Mountains rum. Usch. Aber das ist halt was... Ne, noch nicht. Aber wahrscheinlich spielt man hier, bevor jetzt der Chalice auf 3 kommt. Ja, jetzt geht man halt Minus, holt sich das Lettuce. Entweder hat er was oder hat nix. Ja, auf der anderen Seite ist es ja eh nur noch Fireblast. Er hat alle 3 Exit Firecraft, die er hat, durchgeraucht. Ja. Und alles, was er jetzt noch übrig hat, ist Fireblast. Und dafür hat er noch 2 Runden Zeit. Ist die Frage, ob er sich das geben möchte oder ob er einfach sagt, so okay, keine Lust mehr. Aber das ist halt die Frage, ob man das selber auch sieht. Ja. Weil man ist so darauf fixiert, dass unter K nichts mehr geht. Hier hat man ein Leben weniger. Man geht hier auf 7. Und 13 minus 4. Hat man minus 4 sind. Aber es ist genauso eine 2-Runden-Clock wie sonst. Ja, ja, okay, genau. Man könnte jetzt halt auch noch mit der Lettuce rüberkommen, ne? Ja, genau. Würde ich jetzt auch einfach machen. Da ist noch ein Khan auf der Hand. Ja. Den würde ich jetzt auch einfach droppen. Ja, man könnte hier... Ich würde hier auch kein Fenster geben und minusen, sondern ich würde... Okay. Ja, plus so, dann auf einfach, die Lettuce. Genau, und dann einfach mit allem rein. Mal halt für 10. Genau. Ja. Gut, hat sich das geklärt. Genau, war kein Fireblast auf der Hand. Ja, ja, cool. Ja, und wie wir wissen, man hätte theoretisch sogar mit Khan angreifen können. Er ist ja ein Artefakt. Ja. Oder mit Lettuce, weil es safer ist. Weil ja. Sie 6-6 ist. Genau. Gen 2 Sideboard, wir haben schon gesagt, so viel hat Monorad Prison nicht. Ja, was sieht's jetzt gerade auch, ist nicht viel, ist viel Khan Sideboard, du hast die Chandra, Braid kannst du noch mit reinnehmen. Braid kannst du reinnehmen, Chandras würde ich sogar über die Blood Moon spielen. Auf ja, wahrscheinlich. Seite, Burn hat halt eine Menge, Smash and Smitherins, Shattering Spree, der ganze rote Artefakt-Hate halt. Auf der anderen Seite, wenn jetzt dadurch eine Menge Burn-Sachen rausfliegt und jetzt mit Monorad Prison eben so ein Goblin-Start kommen kann, das kann einen Burn-Spieler auch ganz schnell. Ja, aber ich glaube, du willst, wenn raushauen. Dann eher die Chalice auf 1 haben, bevor du den Goblin hast. Ja, das auf jeden Fall. Also die Chalice auf 1 ist halt so wichtig für diesen Gameplan.
Ja, weil die halt so viel vom Deck vom Gegner rausnimmt. Oder, oder ein Trainingsferienstart. Der Burn-Spieler, der hält auch mal gerne zwei Mana-Hände. Das ist korrekt. Genau. Wo? Burn fängt an. Sind beide auf 20. Ja. Nur für die Show. Wahrscheinlich gleich geändert. Swift Spear. Das ist halt schon so ein Start, wo ich mir so denke. Ja, oh, das Swift Spear tut halt weh im Gesicht, aber auch nur, wenn man weiter Dinge castet. Also sonst ist auch, halt. Da ist auch die Dicke schon drauf der Hand. Ja. Also sonst ist halt wirklich eine 1-1-Wurst und da wäre dann der Goblin schon geiler. Ja, das stimmt. Uff. Das möchte man, glaube ich, nicht, aber man muss ja dann, glaube ich, einfach. Wenn man das macht, geht man doch für Chalice, oder? Okay. Da kommt der. Dicke Chandra weg. Ein Goblin. Goblin. Okay. Das ist jetzt interessant. Ja, das Problem ist halt. Man hat keine Chalice auf der Hand, so wie ich das sehe. Aber ich glaube, ein Mulligan, oder? 4, 5, 6 müsste Mulligan gewesen sein. Ja. Das sind 3 Karten auf der Hand, 7, da müsste Mali gewesen sein. Ja. Da möchte man wahrscheinlich nicht nochmal runtergehen auf 5, das macht schon Sinn. Ja. Ja, genau, Bolt. Schöne Bolts. Teure Bolts. Okay, jetzt hat man zumindest eine Runde im Blocker liegen, ne? Plus 1. Aber auch erst die nächste Runde tatsächlich. Ja, wenn, ja. Wenn jetzt nochmal irgendwas kommt. Grim Lovermancer. Goblin Guide. Ja, das kann natürlich jetzt das Trigger. Braid wird nicht genommen. Aber Braid hilft gegen gegen die Kreaturen. Genau, gegen den Guide oder gegen den Swift Spear. Ist halt die Frage, was man höher valued. Echt? Boah, schwierig. Ich glaube, ich würde tatsächlich den Guide am Leben lassen, einfach nur in der Hoffnung, Länder zu ziehen. 3, 2. Okay, gib mal eine Haut. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Nö, ich hätte es gerade. Weil den Goblin hätte ich zum Blocken nutzen können. Auf der anderen Seite hat man vielleicht das gute alte, ich mache allen 2 Damage auf der Hand. Er hat keine 2 roten Mana aktuell. Noch nicht. Ja, ja. Ist halt interessant. Auf der anderen Seite muss man mal ganz kurz appreciaten, wie wunderschön dieses Burn-Deck aussieht. Ja, das ist überall schön. Überall Old Boy da, wo es geht und Foil, alles Foil. Ja, was hatten sie jetzt noch in Foil gebracht? Den Guide in Old Border? Der Goblin Guide kommt jetzt demnächst in Old Border tatsächlich. Ja. Der kommt in eure Local Game Stores, aber nervt eure Local Game Stores nicht. Das dauert noch. Ja, Wizards braucht wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr. Oh ja, wir haben immer noch die Fabled Passage, die wir kriegen sollten. Stimmt. Zum Release von... zum Wiedereinstieg in Paper-Turniere und so. Wow. Vor so 2 Wochen. Egal. Ja, da passiert nicht viel. Nee, ist tatsächlich nur Beatco. Das ist sehr interessant. Also man will ihm das Upgrade wahrscheinlich defensiv nutzen oder hat man noch einen Stomp. Ich hätte man gestompt, wenn man stompen könnte. Jetzt ist es natürlich so ein mexikanisches, weil jetzt sitzt man da und möchte man jetzt das Upgrade feuern. Den Trigger. Ja, Trigger nehmen wir noch mit. Oh, den Mountain. Okay. Mountain, da war glaube ich noch eine Chandra auf der Hand. Aber wenn man jetzt Upgrade auf den 2-3er spielt und dann ein Spell kommt, ist halt rum. Oder man nimmt halt jetzt hier den Goblin Guide raus. Oder mit auf den Damage. Okay. Was valued man dann über den mit dem Upgrade? Puff, ist eine gute Frage. Da kam ein Kahn von oben. Auch nicht schlecht. Macht aber aktuell nichts. Kann aber einfach sein, dass man sich in irgendeine fixe Idee verrannt hat. Joa, Upgrade kann halt auf jeden Fall das Eidolon abschalten. Das ist ziemlich wichtig. Ich wüsste halt gerade auch nicht, was jetzt wichtiger wäre, aber man hat jetzt 4 Schaden gefressen, die man nicht hätte fressen müssen gegen Burn. Das ist eine Menge. Warum? Fokus auf die vermissten Länder oder so? Ich weiß es nicht. Hm. So.
Da hat man jetzt das Upgrade dann doch gespielt. Das hätte man genauso gut im Angriff machen können. Ja, und dann hat man Go gesagt. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, was ich da gespielt habe. Ja, vor allem muss ja da auch noch ein Rotes getappt werden. Ja, ja, das hätte man End of Time genauso machen können. Bisschen was immer Attacker Declare. Ja, hätte ich glaube ich auch. Ich glaube, man hat hier wirklich den, wollte wirklich den Swiftseer damit retten, abräumen und hatte Angst vor einem weiteren Spell. Das kann sein. Davon gehe ich aktuell ziemlich aus. Ja, Doppel. Ja, Trigger. Kahn, Kahn. Block. Block. Tot. Ja. Und dann geht man auf 6. 6 ist nicht hoch. Nee, 6 ist nicht viel, vor allem wenn keine Chalice auf 1 liegt. Ja. Und man jetzt tatsächlich ja den zweiten Kahn oben drauf liegen hat und man gerade eben schon eingezogen hat. Also ich glaube, das ist rum. Da hat man, glaube ich, einfach auch ein, zwei Länder vermisst. Und ich glaube einfach auch, dass der Braid zu lange gehalten. Jupp. Gehe ich auch stark von aus. Ich glaube auch, die Hand, die war einfach nicht gut genug. Nee, auf der anderen Seite. Der Start mit dem Goblin war halt schon schlecht. Gegen Burn auf jeden Fall. Ja. Das ist halt genau der Punkt. Also man kann hier wirklich sagen, Burn ist hier ein sehr, sehr starker Gegner. 2 Schaden auf, ja, das Shattered Skull Smashing, einfach nur um Leben zu storen. Das tut halt auch weh, 2 Schaden auf ein Ziel zu schmeißen für 4 Leben, für 4 Mana, das ist schon. Die ist halt gut, wenn du es für 6 machen kannst. Ja. Aber. Oh. Ja, da frisst man sogar noch Schaden dabei. Ja, geht man runter auf 3, bietet man für 2, gibt man dann auf 1. Ja. Und das ist halt. Okay. Gut. Das war irgendwie nicht gut gespielt, nicht gut gehalten. Auf der anderen Seite von Burn ziemlich solide runtergespielt. Einfach stetig dem Gegner ins Gesicht gehauen. Ich glaube, man hat hier in diesem Match auch ganz gut gesehen, wie wichtig die Kreaturen für Burn sind. Ja. Also es ist so viel besser, wenn der Burn-Spieler wirklich mit einer Kreatur anfängt im Vergleich zu Riftbolt Go. Oder ganz, ganz schlimm Lava Spike Go. Wenn du überlegst, wie das früher aussah, wo Burn wirklich noch pur mit Burn-Spells zu sich, ja. Und das ist halt eine krasse Änderung. Das ist halt jetzt das Problem für Prison. Du musst die Turn 1 Clock unterbinden. Hm. Genau. Weil ansonsten rennt er dich zu schnell rum. Hm. Und das ist halt das Starke, was halt Monorep Prison halt machen kann, gerade mit Karten wie Chalice. Chalice macht halt sehr viel einfacher, Trinisphäre macht delayed es ein bisschen und macht auch tatsächlich sowas wie den Swiftbeer sehr mad, weil der Swiftbeer, wenn der 2-3 Spells hat, macht er auch gratis Damage und das ist schon gut. Das ist halt, der kommt immer mit dabei. Das kann man jetzt halt machen gegen Chalice. Das sind die CMC3, ja. Das stimmt schon. Das ist schon ziemlich gut. Dramana wieder ein Goblin. Ne, ich würde jetzt, glaube ich, wahrscheinlich passen, wenn man nichts legen kann. Ja, jetzt eine Trinisphäre wäre halt Bombe. Trinisphäre wäre jetzt richtig Bombe, einfach nur damit der Ding nicht gecastet werden kann. Und bleibt einfach im Exile. Ja. Aber ich glaube, man will ja einfach keinen Goblin spielen, weil wenn man den Goblin spielt, dann. Ja, oder mal gucken. Okay, Chandra ist was anderes. Chandra kann man spielen. Klopft man halt eine Chandra auf. Boah. Genau, man verliert 2 Leben noch, genau durch die Ancient Tomb. Plus für Damage wahrscheinlich, jawohl. Ja, safe für Damage. Das ist jetzt natürlich echt schade, den hätte man lieber auf der Hand gehabt. Oh ja, das ist korrekt. Auf der anderen Seite, Chandra kann auch ganz, ganz schnell zu Ulti kommen. Mhm. Und dann tut die richtig weh. Ja, und dann burnt die schneller als jedes Burn. Das jetzt die Frage, geht man mit Burn jetzt 3 ins Gesicht? Ich glaube, man geht 3 ins Gesicht. Ja. Ja, du darfst halt die Chandra ignorieren, kann halt irgendwann richtig merdig sein, aber du kannst halt mal instant, also wenn du Glück hast, immer noch mal 4 Marken oder 3 Marken runternehmen. Mm, genau. Das ist halt ganz gut. Und gerade mit der Chalice musst du halt wirklich schauen, dass deine Materialien ressourcengerecht verteilt werden. Mm. Weil ansonsten bist du ziemlich schnell weg. Das ist ein Eidolon, das ist ziemlich gut, aber ich sehe da auf jeden Fall einen Kahn, der nächste Runde kommt, auf der Hand. Ja, und den Affen, das heißt. Und noch eine Chandra. Uff. Man hat einen Read. Stomp. Ja, aber du knallst das Eidolon einfach mit der Chandra ab. Ja, ich wäre jetzt hingegangen, hätte Plus gemacht für Mana, hätte den Kahn gedroppt, hätte das Land gesucht, hätte das Land gedroppt und hätte Stomp gemacht.
Du hast den Mana-Ramp drin, du hast den Chandra weitergeplust. Ja, du zwackst dir aber in Summe 4 Schaden. Das tust du ja so oder so gleich. Stimmt. Deshalb, genau, plus 4 Mana. Komm. Da geht der Kahn. Man muss noch, hatte man den Affen auf der Hand? Man hat einen Affen auf der Hand, ja. Man kann dann auch einfach instant stompen. Dings spielen. Ich würde halt das Land raussuchen, weil es ist das Beste, was Kahn aktuell machen kann. Ja, man kann nächste Runde Lettuce spielen. Theoretisch. Ich wäre für Coating. Coating könnte man natürlich auch machen. Ich wäre für Coating. Du könntest Coating noch casten. Das Problem ist, dass Kahn relativ schnell umgeboxt würde dann. Mhm. Eigentlich musst du plussen. Ja. Um zu gucken, um zu tracken, ob der Gegner den... Du könntest auch mit Coating die Chandra zum Artefakt machen und sie zu einem 4-4 Blocker machen. Also da die Runde drauf. Stimmt. Nicht, dass man das möchte. Der 2 Marken runternehmen ist halt eklig. Also den Schaden. Ja. Da geht man wirklich auf den Minus. Ist halt die Frage, ob man jetzt wirklich das Land nimmt. Also ich würde wahrscheinlich einfach wieder das Land nehmen. Ich fand das jetzt nicht schlecht. Oder man gibt Coating. Okay. Das wird mit dem Affen auch gecastet. Dann verliert man 2 Leben. Wenn der Trigger angesagt wird. Wenn der Trigger angesagt wird. Aber das wird hier gemacht. So. Das heißt aber auch, nächste Runde ist zwar ein Land weniger aktiv dann. In der Upkeep tappt man. Das wird ja nicht weggetappt, aber es ist wie ein Port. Es ist wie ein Port. Die Sache ist, man kann ja noch drauf reagieren. Man könnte jetzt halt für 2 Mana irgendwie da jetzt ein Removal draufspielen. Das wäre schon ziemlich gut. Ja, jetzt ist halt der Kahn. Üff. Ja, 9 Leben ist halt auch nicht viel. 7 Leben sogar ist nicht viel. Ab wann ulte die Chandra? Ab 6 oder ab 7? 6. Ich meine auch 6. Das heißt, man muss auf jeden Fall irgendwie die Chandra jetzt... Ja, die Chandra macht dann halt 5 Schaden mit jedem Spell. Ne? Das ist halt, das ist das Eidolon definitiv egal. Und aktuell ist auch nicht so viel Damage da. Das muss man jetzt auch dabei sehen. Ja. So... Dann für 1 Mana. Tja, Chalice of 1 ist ja. 2 Mana. Mit Replicate. Yes. Wobei man hier auch 1 Mana mehr hätte bezahlen können für den. Nee. 1 Mana war tapped durch die Coating. Und das ist, soweit ich weiß, keine Instant. Ich weiß es nicht mehr. Aber hier sind auf jeden Fall nur ein Land getappt. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt gesagt hat, er lässt das Land enttappt, was kein Mana machen kann, oder weil ansonsten hätte der muss ja replicaten, sonst wäre der ja Spiel einfach gekontert werden. Genau, das wäre einfach gekontert werden. Das kann natürlich passieren, dass hier einfach vergessen wird. Das müsste man jetzt gucken. Auf der anderen Seite hier natürlich Shattering Spree schon ziemlich cool. 2 Damage auf den Kahn. Das wäre so das Uninteressanteste gewesen, denke ich. Meinem Empfinden nach. Ja. Also wäre ich eher auf die Chandra gegangen. Oder halt ins Gesicht. 7 Leben sind halt rausschlagbar tatsächlich. Gerade mit einer Ancient Tomb und gerade halt mit einem Eidolon. Ja, ich hatte halt auch jetzt überlegt, was ich da höher valuen würde, weil die Chandra macht halt schon eine Menge. Es aktiviert das Land. Genau, wird zerstört. Wird zerstört. Ist die Frage, ob man hier nicht mit der Chandra einfach in Minus geht und sagt, hier ich Minus, mach die den kaputt. Weil jetzt ohne Chalice ist halt auch wieder so eine Sache, wa? Ja. Aber genau das wird hier auch gemacht. Der wird zerstört. Und dann hat man immer noch den Stomp auf der Hand. Um sich zu verteidigen, wenn irgendwas kommen sollte. Ja. Aber es ist halt jetzt schon... Jetzt sind halt beide Planeswalker in Bolt Range. Ne? Beide Planeswalker in Bolt Range plus 9 Leben und kein Chalice mehr. Es ist keine Situation, die man sein möchte. Der Burn-Spieler hat, glaube ich, 3 oder 4 Handkarten.
Und hat die schon ziemlich lange. Dementsprechend gehe ich dann aus. Es werden ein mindestens ein, noch ein Khan auf der Hand. Mhm. Das ist halt. Und ein Goblin. Ja. Ein Rebel Master. Rebel Master. Jetzt kommen die befreiten Ein-Mana-Spells. Unleash the Kraken. Auf. Ja, da kann man nicht kopieren, ne? Leider. Schade. Schade. Wollte gerade sagen, hä? Wenn Blood Moon liegen würde, sähe das anders aus. Okay, es werden einfach beide weggeboltet. Ja, okay, aber jetzt ist man dann halt schon, wenn man jetzt mit dem Eilon zugehauen hätte aufs Gesicht und jetzt einfach Bolt ins Gesicht gespielt, wer geht nach einem Leben? Mhm. Also da hätte man auch einfach hingehen können, hätte versuchen können, einfach das Gesicht zu spielen. Ja. Gerade mit der Chandra auf 3 macht die jetzt nicht so viel krass. Jetzt kommt der Rebel Master. Ja, dann kommt ein Dude plus Beat. Das ist halt nicht viel, aber es macht wenigstens irgendwas. Ja, und das kann er auch sehr schnell ausmachen. Also ja, und der Gegner ist jetzt halt verleitet, da drauf zu bolten. Genau. Er hat also jetzt halt schon 3 Schaden weggeschmissen. 6 Schaden weggeschmissen. 6 Schaden, stimmt. Er hat 6 Schaden weggeschmissen, weil die beiden Planeswalker nicht so viel machen für Goblin Guard. Okay. Mhm. Und den Labyrinth hätte ich nach dem Angriff gespielt. Uff. Ich hätte es angegriffen mit dem Ding, oh, guck mal, ich kann im Notfall auch bolten. Und er hat danach den Labyrinth gespielt. Oh, Engine Loop. Nicht das Land, was man sehen möchte. Nee. Aber ein Grund hier zu blocken, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Wird auch gemacht. Wenn das jetzt ein Mountain gewesen wäre, hätte ich es mir überlegt. Aber da es ein Engine Loop ist, muss man auf jeden Fall blocken. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen madig. Das ist auf beiden Seiten sehr interessant, weil der Burnspieler scheint auch gar nicht so viel zu haben. Chromox. Damit kann man sich die Lebensdorn. Chromox ist ziemlich gut. Labyrinth muss halt auch gestompt werden tatsächlich. Weil ansonsten schießt er halt relativ schnell den Schaden. Ja, oder du spielst jetzt den Khan, holst dir die Tommen-Script und machst den Gegnerfriedhof weg. Ist auf jeden Fall eine Idee. Aber dafür 4 Leben zu bezahlen? Oder 2? Ja, ja, ist halt die Frage, ob man das machen will. Mhm. Das Problem ist, um den Khan zu... Oder legst die Linie, bezahlst 4 Leben... Holst den Khan, holst die Engine, die große Schmelze, stompst den Dings. Mm. Das ist auch noch ein Weg, den man gehen kann. Ja, die Idee gefällt mir ziemlich gut. Aber. Ist halt die Frage, ob man das nee, jetzt. Nee, schaffst sieht. Du nicht vom Mana. Weil du brauchst halt dann 2 Landdrops. Nee, ach stimmt, ja, klar. Genau. Da wäre wieder der Paddle gut. Aber das ist halt genau das Interessante. Also, du hast hier eine Menge Wege. Und es ist halt jetzt tatsächlich dieser Tanz auf dem Vulkan. Ganz viele Leute hängen immer dann und sagen, oh nee, Legacy, spielst einfach runter, kommt Turn 1 kommen oder sonst was. Also weil du halt in solche States kommst, kann halt jeder Schritt nach links oder nach rechts dir einfach das Genick brechen, weil der Gegner sagt, darauf habe ich gewartet, klack, klack, klack. Machst den fertig, ja. 3 ins Gesicht, habe ich gewonnen. Und da geht der Stomp rein. Khan. Ja, der wird wahrscheinlich die Tom Script geholt. Ja, entweder das, oder was du ja auch machen könntest, wäre, du könntest versuchen, den Mana weiter abzuschalten. Das kannst du ja so oder so. Ja. Ich meine so komplett, dann halt. Ach so. Ja. Aber da ist der Tom Script Weg, sehr, sehr gut. Dann wird er gespielt, wird der Friedhof exiled. Wenn er jetzt irgendwie so Fetch, Bowl kommt, hat man halt verloren. Ja. Und das ist halt eine Gefahr, der man jetzt ausgesetzt ist. Da wird auf jeden Fall ein Land weggenommen. Ja, da könnte man, wie gesagt, das Mana-Feuer tappen. Ich sehe einen Explosive Firecraft. Das sind Fetchländer schon gefährlich. Fetchländer sind nicht gut. Nee. Okay. Aber das Firecraft da ist halt nicht castbar. Nee. Kostet 3 Mana. Kostet 3 Mana als Sorcery. Und wird auch nie wieder gecastet werden. Also ich gehe mal davon aus, dass der Khan-Spieler jetzt das dauerhaft jetzt mit Plus hochtreibt. Ja, gehe ich auch mal von aus. Macht den Goblin immer noch zum Blocken. Eidolon. Ja, ist die Frage, ob Eidolon hier jetzt wirklich noch was machen kann. Interessant. Ich denke halt schon, weil es hält jetzt auf jeden Fall davon ab, einfach Lettuce zu smashen. Glaube ich nicht. Ich denke schon, weil dann greift man mit beiden Kreaturen an, Box Garn um. Stimmt. Also das. Ja. Plus man ist dann auf 3 Leben runter.
was ja. da ein immediately win verursachen würde. Ich glaube, da liegt auch jetzt eine Ancient, also keine Ancient Tomb, nee, sondern eine City. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist eine City. Das heißt, man hat jetzt 4 Mana, ohne sich selber fast umzubringen. Ja. Das ist halt so schwierig. Ja, ja. Du willst eigentlich Turn 1 die City haben, aber die ist halt die schlechteste Turn 1. Turn 1, die du haben kannst, genau. Das ist halt das Interessante. Puh. Das ist halt echt eine Zwickmühle, weil das Eidolon loszuwerden ist, glaube ich, aktuell nicht wirklich möglich. Problem ist halt jetzt, wenn du das Land targetest mit Khan, gibst du dem die 2 Karten im Friedhof. Genau. Das heißt, ich glaube, jetzt musst du tatsächlich auch noch hergehen und musst plus ins Leere machen und in der Upkeep den Grim Lavamancer nehmen, damit der nur noch eine Kreatur ist. Ja. Das ist auf jeden Fall der Move, den man gehen müsste, wenn man jetzt halt, wie gesagt, man kann Letters nicht holen. Außer man hofft natürlich drauf, dass der Gegner einfach das nicht realisiert. Walking Ballista, stimmt. Man kann Walking Ballista hier für 2. Für 2. Ja, wenn man safe gehen möchte, 2 spielen. Dann kriegt man auch keinen Schaden. Genau, dann schießt man eine Mal auf den Lavamancer. Ja, kann man. Du kannst ja nächste Runde wieder eine Marke drauflegen. So geht's auch. Uff. Ah, ist schon von innen durchgebrochen ins Auge und gefährlich. Ja, okay, so gefährlich war das nicht. Okay, wenn man Bolt schmeißt. Also Bolt spielen und dann aktivieren wir halt tot. Das ist auch tot. Das ist auch tot. Legst du quer, siehst du mehr. Genau, greift an. Musst nur einen Schaden durchkriegen. Jupp. Aber dann hätte man der Ballista doch blocken können. Der hat aber 3 Angreifer. Block hier, schießt da. Das gucken wir uns nochmal an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.